Ein weiterer Herausforder. Es ist ewig her. Vielleicht hast du vergessen, wie dieses Spiel gespielt wird. Erlaube mir, dein Gedächtnis aufzufrischen. Spiel die Eichhörnchenkarte. Jetzt spiel den Hermelina aus. Ein ehrenwerter Tod. Spiel das Hermelin aus. Bestätige die Glocke, um deinen Zug zu beenden und den Kampf weiter einzuleiten. Denn Hermelin ist ohne Gegner. Dein Hermelin hat mir einen Schaden zugefügt. Ich habe ihn auf die Waage gelegt. Ich bin dran. Dein Hermelin steht meinem Kojoten im Weg. Mein Kojote hat deinem Hermelin zwei Schaden zugefügt. Du bist wieder am Zug. Du kannst von deinem Stapel nachziehen oder ein Eichhörnchen ziehen. Wie langweilig. Die Karte Wolf erfordert zwei Opfer. Keine Angst, die Bestie wird geopfert, aber nicht aus deinem Deck entfernt. Ihr Leid war real, doch du wirst sie wiedersehen. Weil du noch lernst, werde ich passen. Du hast diese Partie gewonnen. Ja, und damit, Leute, willkommen zu Inscription. Ein kleines Kartenspiel, was, denke ich, unser neues Let's Play sein wird. Während bei nehme ich aber immer noch Party Hard auf. Ja, wer das Spiel nicht kennt, ist halt ein Kartenspiel mit sehr besonderen Mechanics. So, wir haben hier einen einzelnen Vater. Gehe ich mal nach vorne. Zwei Bewohner des Waldes nähern sich dir zögernd. Eine bissige Natter. Der Schaden ihrer Giftbisses ist immer tödlich. Oder die unverwüstliche Katze. Wenn du das arme Tier opferst, stirbt es nicht. Nur ein kann dein armseliges Deck ziehen. Okay, wir können uns auch hier einmal angucken, was das macht. Sieh mal, das Regelbuch. Berührung des Todes. Wenn eine Karte mit diesem Siegel eine andere Kreatur Schaden zufügt, stirbt diese Kreatur. Instant. Oder ich hole mir etwas, was ich nehmen kann, aber davon endlich opfern kann. So, ich nehme die Natter. Eine weitere Kreatur schließt sich deiner Karawane an. Jupp. Eine Kreatur in des Waldes wirken bereit, dir zu folgen. Du fandest einen zurückgelassenen Rucksack. Was ist das denn, das arme Tier? Und nimm dir einen zweiten. Mehr als drei kannst du nicht tragen. Okay, ich kann nur drei Gegenstände nehmen. Keine Ahnung, was die Zange macht, aber die zwei kann ich einfach so rausholen. Okay, dann auf zu unserem ersten Fight. Was? Lass mich geopfert, während ich schlafe. Das war ich. Verstehe es. Vielleicht. Willst du mir ja? Mach deinen Zug. Spiel erst einmal mit. Jetzt kannst du meine Züge vorzeitig sehen. Okay, er macht Wolfsjunge. Was kann das? Entwicklung. Eine Karte mit diesem Siegel wächst eine Runde auf dem Bereich zu einer mächtigen Form heran. Okay, also es braucht ein Zug. Das heißt Hermelin. Let's go. Auf geht's. Ich muss eine andere Stimme für den machen. Auf geht's.
So. Muss ich dich daran erinnern, deine. Keine Ahnung, was er sagen wollte. In der ersten Runde kannst du keine Karten nehmen. Boom. Kann ich den Stein auch opfern oder gehen nur Lebewesen? Finatter fehlen dir. Okay, nee, kann ich nicht. Du greifst zuerst an, wie viele Dings hast du? Du wirst instant tot, ist schlecht. Aber ich kann es ja schon mal hier hinlegen, weil es kann ja nicht angreifen, der Baumsturm. Okay, ich kann auch mit Leertaste ready machen. Was soll das denn hier? Ist das ein Telefon, was man da hört im Hintergrund? Karte Natter erfordert zwei Opfer. Ja, habe ich. Eigentlich müsste ich. Ja, okay. Eine Schlange, die vielleicht noch tödlicher ist als der Mensch. So, aber dafür haben wir jetzt ein kleines Problemchen. Und zwar der Wolf. Aber das probieren wir mal so zu regeln. Nice. Es tut mir leid. Boah, ich kann nicht so schnell lesen, was er sagt. Boah, ey, was soll das? Aufpasst mich schon wieder. Weg mit dir. Oh, was war das? Okay, neue Karten. Okay, der Wolfsjunge, den haben wir schon gesehen, der entwickelt sich. Und so ein Tier, was über die rüber fliegt und einen Schaden macht. Wolfsjunge kostet 1 und wird nach der. Ich nehme das Wolfsjunge. Auf geht's weiter. Was ist das? Du stießt auf ein paar seltsame Steine im Nebel. Ich möchte dich. Ja, guck, will mich. Er möchte es. Da-da-da-daum. Welche Ehre. Oh. Er bekommt diese Fähigkeit. Okay, das ist cool. Die Mechanik. Ist das ein Boss? Sieht anders aus als die anderen Totenköpfe. Was bist du? Das heißt, bei ihm kann jetzt einfach ein Hund fliegen oder was? Ja. Nice. Okay, das ist krass. Wir probieren es aus. Nein, ich. Was? Ich habe aus den Leertasten gedrückt. Ich bin dumm. Und ich habe verloren. Nice. Ja, ich würde sagen, das ist nicht so gut. Nein. Ich bin halt instant tot. Was soll ich machen? Oh, ein Schaden. Die machen 4. Oh, ich bin tot. Du hast verloren. Lerne daraus. Vielleicht kannst du nur so meine Täuschung in Grenzen halten. Steh auf. Verlass den Tisch. Verlass den Tisch. Hol mir Kerzenleuchter vom Fass neben der Tür. Lol. Der hier? Ja, okay, neben der Tür. Was ist das? Ist das ein Bart? Ist das ein Hut? Ah. Warte, den? Ah, ne, neben der Tür. Bring ihn her. Dann schnüffel nicht weiter rum. Ih, was ist mit deiner. Ih, deine Hand sieht ja ultra widerlich aus. Jetzt setz dich wieder. Lass mich dir etwas erklären. Nein, die Kerze soll löschen. Okay. Easy. Lagerfeuer, das kennen wir schon. Was ist das? Okay, nochmal Karten. Schnappschildkröte habe ich. Drizzly.
Ist ziemlich stark, aber braucht drei. Ich nehme die Katze mal, die möchte ich mal ausprobieren. Kann ich unendlich opfern, das ist eigentlich ganz geil. Also das kenne ich nicht, da möchte ich hin. Ah, okay. Ja, was ist denn? Wen soll ich nehmen? Achso. Okay, er macht eine Stärke, glaube ich. Wenn die Katze jetzt so angreifen könnte. Schnappschildkröte ist eigentlich ganz gut, weil die halt blockt und dann würde die 2 Damage machen. Ich nehme die Schnappschildkröte. Ja, ich möchte ja schnell weg, bevor die mich essen. Es ist völlig, das siehst du ja, oder? Kümmert sich hier nicht um die Regeln. Wirklich erbärmlich. Genug. Behalt mich nur hier, um mich leiden zu sehen. Ein Grizzly, ja moin. Also erstmal die Katze, würde ich sagen. Weil die ist schon cool. Dann mache ich weiter. Ein fetter Grizzly. Guck, okay, es funktioniert. Die Karte also richtig verstanden. Ist das schlecht, wie viel Schaden machst du? Oh nein, ich bin dumm. Ich hätte den nehmen können, weil er den dann instant umbringt. Oh, shit. Here we go again. Er greift jetzt an. Er ist instant tot. Bin blöd. Eine? Nee. Oh shit, ein Schaden. Guck mal, bei diesem Baum kann niemand rüberfliegen. Interessant. Ich habe ja den Eichhörnchen genommen. Nehmen wir noch eine Karte. Die Frage, möchte ich jetzt noch mehr rausholen? Ich möchte noch mehr rausholen. Anscheinend gibt es so überschlüssigen Schaden. Interesting. Ist das ein Boss? Sieht ziemlich danach aus. Okay, entweder ich bekomme noch einen Gegenstand, aber ich kann nur 3 tragen. Heißt, ich gehe rechts lang. Der stolze Wolf, ein erbitterlicher Kämpfer. Was ist das? Ist das ein Pilz? Das Geschmähte stinkt hier. Sein Gestank verringert die Stärke des Gegners. Okay, aber es kann er nicht angreifen, so. Nimm mal einen Wolf. Okay. Das Gefühl, die können auch irgendwie meine Tiere essen oder mich töten. Keine Chance. Okay, er möchte nicht. Understandable, have a nice day. So, wenn die Katze angreift, wäre es schon geil. Nur die Katze. Warte, hat die gerade die Augen zugemacht? Gibt es irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, dass ich, je schneller ich auf diese Felder komme, also je öfter, dass sie irgendwann meine Kreatur stirbt, die ich raufpacke? Erstmal zum, denke ich, Boss. Weil es sieht offensichtlich nach einem aus. Es ist definitiv ein Boss. Die Bäume schienen näher an dich heranzurücken, als einer der frostiger Nebel. Als ein frostiger Nebel niederwallte. In der Ferne konntest du das Klirren von Metall auf Stein vernehmen. Eine gebeugte Gestalt stand dir im Weg. Yeehaw! Es war der Goldsucher. So, was hat denn der für Karten? Ein Packmulli. Und ein Kojote. Ich mach einfach mal so. Weil der kann ja nicht nach rechts gehen, oder? Kann auch nicht angreifen. Den Schaden muss ich ja jetzt mal hinnehmen. Aber dafür wird es zum coolen Ding. Okay.
Oh shit, das hätte bedeutet. Ups. Daran habe ich nicht gedacht. Mehr Gold für mich. Oh oh. Du bist noch nicht tot. Das ist nicht das Fegefeuer. Obwohl du es dafür halten magst. Bevor du vor uns gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ich hätte gern ein Andenken. Deine ganz persönliche Todeskarte. Na, wie hört sich das an? Sie sieht noch ziemlich schlicht aus, nicht wahr? Das werden wir gemeinsam beheben. Ich möchte, dass sie das perfekte Andenken an dich wird. Du wirst diese Karte sein. Hier sind einige Karten aus deinem mittelmäßigen Deck. Sehr Schmutz. Okay, ein Wolf und ein Wolf, was nehme ich? Wir können sie gut verwenden. Bitte wähle eine Karte, der ich die Kosten entnehme. Okay, die kosten beide zwei. Okay, die Karte kostet zwei Blut. Und eine weitere. Diesmal verwende ich Kraft und Gesundheit. Die Zahlen. Das ist doch vollkommen egal, weil es kostet beides zwei und dann... Ne, ich möchte... Was bringt mir das? Ich mache jetzt einfach eine Karte. Ist das vielleicht für so einen anderen Spieler? Kann man Karten von anderen Spielern finden? Ich nehme die. Zwei Kraft und sechs Gesundheit durch die Karte. Schnappschildkröte. Eine Karte sieht jetzt schon schlecht aus. Jetzt kannst du ein Siegel wählen. Okay, entweder ich kann die unendlich opfern, die Karte. Dafür kostet die aber zwei. Oder sie entwickelt sich. Das ist interessant. Ja, du willst also, dass deine Karte sich entwickelt. Ich habe dich noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Ich bin der Monster. Guten Tag. Ja, jetzt gibt es nur eine letzte Angelegenheit. Das Porträt. Bist du bereit? Bitte lächeln. Was, du brauchst nicht zu lächeln. Es ist wieder soweit. Ein weiterer Herausforderer. Vielleicht ist es an der Zeit. Vielleicht kannst du mit Knochen klarkommen. Das einfallsreiche Possum kostet zwei Knochen. Du erhältst einen Knochen, wenn einer deiner Kreaturen stirbt, aus welchem Grund auch immer.